Auf dem Limburger Domberg zieht eine neue Schwesterngemeinschaft ein. Schwester Christiane und Schwester Elisabeth von der geistlichen Familie Das Werk übernehmen im Dezember dort die Führungen durch den Dom. In Rom traf ich die beiden und blickte mit ihnen auf ihr bisheriges Leben in der geistlichen Gemeinschaft zurück. Mein Name ist Schwester Christiane Fritsch. Ich komme aus Bühl in Baden-Württemberg. Das liegt in der Oberrheinischen Tiefebene. Ich bin 1986 eingetreten in die geistliche Familie Das Werk und war als Schwester dieser geistlichen Familie in verschiedenen Ländern, unter anderem auch in Italien, Rom und Jerusalem und Irland tätig. Ich heiße Schwester Elisabeth Knapp, ich komme aus Ungarn. Mein Name bedeutet Elisabeth und ich habe vor, auch diese deutsche Version zu benutzen in Limburg. Ich bin in 1999 im Werk eingetreten. Das Werk ist seit 2001 als Familie des geweihten Lebens in der katholischen Kirche anerkannt. Die Gemeinschaft wurde 1938 von Mutter Verhege in Belgien gegründet. Ich frage die Schwestern, worauf sie sich besonders bei ihrer neuen Aufgabe freuen. Ja, auf die eigentliche Aufgabe am Dom, da zu versuchen, die Botschaft eines sakralen Baus an die Menschen unserer Zeit zu vermitteln. Und wir haben ja ganz wunderbare Vorgängerinnen, die Schwestern, die uns das mit viel Enthusiasmus erklärt haben. Also Stadt und Dom ist wirklich bezaubernd schön, muss man sagen. Und uns hat sehr beeindruckt, wie viele freundliche Menschen wir begegnet sind, was für ein großes Wohlwollen uns entgegengebracht worden ist, wirklich von allen Seiten. Und ja, also ich freue mich sehr auf diese kommende Aufgabe, auch auf die Zusammenarbeit mit den vielen Personen, die ja schon bereits am Dom auf eine oder andere Weise tätig sind. Und ja, irgendwie, ich hoffe und wünsche mir, und ich glaube, dass wir beide das teilen, nicht, dass durch unseren Dienst die Menschen wieder die Schönheit und die Kostbarkeit des Glaubens mehr kennenlernen oder mehr Zugang dazu bekommen und dass sie das auch als ein Angebot der Liebe Gottes an sie heranlassen. Die Schwestern setzen also die Tradition der Franziskanerinnen von Nonnenwert fort. Sie werden die Botschaft des Domes weitergeben und das Gotteshaus zum Sprechen bringen.